So, ein herzliches Willkommen zum nächsten Company of Heroes Podcast. Heute auf Simoir, ein kleines 1 gegen 1 mit VOH Cornick als PEle gegen einen Amerikaner, und zwar McLaughlin und COH 1 vs 1. Und dann geht's auch gleich direkt los und gucken, was passiert, was Cornick dieses Mal macht. Normal bringt er ja immer relativ viel Infates. Wir mal schauen, was er jetzt dagegen macht. Oh. Ja, da gehen die Baracken hoch. Da kommen die Grins. Na, da kommt nochmal zweites Kettengrad, wahrscheinlich zum Cappen. Gerade die Map bietet sich an und kann ja einen Kettengrad hier auf der linken Seite cappen, also auf der rechten. Ist relativ gut. Hier sind ja relativ viele hohe Points. Und da tun sich die Grenzen doch ein bisschen schwer, weil sie ja immer mit 75% Geschwindigkeit cappen. Ne? Also 75% der normalen Capping-Geschwindigkeit gegen den Amerikaner, der mit zwei Pews loslegt. So. Und auch gleich mit den Fuel holt. Hätte man vielleicht erst den Munitionspunkt holen können für Minen etc. Ist ja gegen die PE ganz gut. Haben ja keinen Minesweeper, die Grenz. Außer das Kettencut, und dann laufen sie jetzt öfter mal rein. Was man hat, das hat man. So, das Kettengrad geht hier genau gleich richtig los. Die Grenze können den Connection Point hier cappen, und das Kettengrad kann sich dann austoben, wobei hier eher auf die Seite, auf der Seite sind eher die höheren Ressourcen, der dahin geht, was auch der Amerikaner macht. Weil es den Connection Point jetzt mit dem ersten Rifle cappt. Genau, also das heißt okay. Wobei, man könnte erst die Munition holen, anstatt schon die Siegmarke, wobei wir ein bisschen Druck aufbauen, gerade gegen die PE. Wobei ich mir trotzdem erst die Munition holen würde. Ja, das Kettengrad geht wieder auf den Munitionspunkt, und die Grenz cappen den Connection Point. Auch hier G43 rausgegeben. Genau, Capping Order sieht bei Corner relativ gut aus. Kann man eigentlich nichts anders machen. Hier ist der erste Fight. Genau, Kettengrad pusht hier ein bisschen weg, unbeabsichtigt. Jetzt könnte er gleich wegfallen, weil er sieht, dass er gekappt wird. Und dann kann das Kettengrad, genau, macht sie das auch. Er sieht, dass gekappt wird, und fährt auch gleich wieder zurück. Will ich hier auf den Cut-Off-Point gehen. Da kommt der nächste Rifle raus. Kettengrad nimmt schon ordentlich Schaden. Weil damit muss rechnen, dass der zweite Rifle auch kommt. Genau, da geht das ja gleich drauf. Aber nimmt ordentlich schon Schaden. Wird auch schon das Kettengrad... Ah, kommt nochmal raus. Glück gehabt. Die Dinger sind schneller weg, wie man gucken kann. Genau. So, dann kann sie jetzt nach Hause gehen. Genau, wird aber gleich repariert. Ne, geht weiter auf Capping-Tour. Hier gleich den... schön den Fuel zugedrahtet. Wobei im Kettengrad stört es relativ wenig. Wird einfach schnell außen rum. Mehr gegen die Grenze, um die Grenze vielleicht nicht cappen. So, jetzt hier. Ein Rifle gegen zwei Grenz. Wird er den Kampf verlieren. Auch weil hier der G43 mit reinkommt und genau gleich verlangsamt. Jawohl. Jetzt kommt ein Jeep wahrscheinlich zum Pushen von den Grenzen. Der hier die Apple Race hier ordentlich im Keller runter. Ich muss mir schon leiser machen, das ist doch relativ laut. So. Ja, auf jeden Fall geht die Apple Race hier ordentlich im Keller runter. Die Grenzen springen nur noch hin und her, gehen sie auch. Bisschen auf Rundeckung weglaufen, nehmen auch ordentlich Schaden durch den Jeep. Die Grenz schießen hier rein auf Null Deckung. Der Jeep hier schön am Schießen, hätte ein bisschen mehr pushen können. So, jetzt hier wird hier der Decap gemacht für den Fuel. T2 geht hoch und auch gleich ein T3. Ja, hier zieht er sich zurück, muss er auch machen. Jetzt kann sich der Jeep auch verabschieden. Gegen zwei Grenzen hat er keine Chance. Nummer 1 schön mein Mann rausgeschossen. Genau, hier schön der Decap und gleich eine Mine gelegt. Ne, Stacheldraht gleich gezogen. Fuel ist ja für die PE relativ wichtig. Zeig mir, Udi. Eine hohe Reichweite. zum Cappen. Nizza treibt gar nichts. Jetzt kommt der Pio zurück. Wird er wahrscheinlich noch cappen und dann sich verdünnisieren. Ne, er haut gleich ab. Nichts riskieren, weil er nimmt auch nicht Schaden auf Short Range. Ja, der Jeep wieder. G43 geht in die Kirche rein, ja. Hier kommt jetzt der Rifle, grüne Deckung. Hat ein bisschen wenig... Na, geht schon das AC raus, okay.
Hat er relativ viel gehabt. Na, dann können die Rifles immer einpacken, wenn das HC auf dem Feld ist. Da ziehen sie auch zurück. 1 gegen 2 oder 2,5 mit dem Cheapen vielmehr. Ja, überall hier schöne T-Cap. Ne? Das Kettengrad, was das jetzt hat sollen, weiß ich allerdings auch nicht. Bringt nicht wirklich viel, was er da gemacht hat. Er wird eine Mine, wäre es halt besser gewesen. Ja, da kommt der Cheap, würde das Kettengrad holen. Ah, hier. Munition hat relativ wenig, könnte man vielleicht, hätte man vielleicht hier einspielen können und hier ein Scout-Car, ne? Jetzt kriegt er sein Fuel nicht, sehr ärgerlich, durch den Jeep. Hat er den Cap verhindert wieder. Ja, Sturmgewehr 44. Ja gut, kann man machen, ich bin jetzt 50er, G43. Aber einfach weil hier viel grüne Deckung ist und dann kann man eh schlecht chargen. Kettengrad muss auch raus, fast tot ist, zieht der Typ zurück, weil die Grenz kommen, nimmt auch ordentlich Schaden durch 3 Grenz. Führt das nochmal vor, AC ist auch draußen, dann muss ich jetzt gleich in den Jeep jagen gehen. Jetzt können wir mit den Grenz wieder in die Mitte gehen. Und dann hat BAR getaggt, okay, kann man gegen PE immer machen. Geht auf den Cut-Off, ja, dann sind die ganzen Ressourcen weg, kann sich auch nice draufpacken. Hier könnt ihr das wieder den Fuel holen, na jetzt muss ich hier wahrscheinlich den Jeep holen. Die Pius ziehen sie auch direkt zurück. Blockt das schön. Ach, doch nicht. Was macht dann da? Es blockt das sich gegenseitig ein bisschen. Auch sehr ärgerlich. Bin unter die Grenze weiter, jawohl. Motorschaden, der da ist der Jeep auch weg. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Hätte ich sowieso eh nicht gemacht, gerade gegen PE. Ja, hier der Decap wurde gemacht, natürlich sehr ärgerlich. Ja, jetzt geht auch das Kettengrad wieder unter auf Capping-Tour. Könnte man reparieren. Hat noch nicht die BAR wahrscheinlich ersetzt. Gehen wir mal. Ja, hat er ersetzt gesehen, genau. Muss halt aufpassen, auch mit dem Kettengrad könnte er es locker cappen. Rifles hinweg. Hier kommt der nächste AC raus und dann gleich noch ein STG-Trupp. Okay. Oh, auch das AC muss aufpassen gegen die BAR. Nimmt ordentlich Schaden. Fährt auch zurück, genau. Wir machen eben Heiden Damage. Ja, nicht wahrscheinlich eine grüne Deckung stellen, einfach abwarten. Genau. Hier die Pius, da haben wir einen schönen Decap gemacht. Muss aber jetzt auch wieder weg. Jetzt kommen die Grenzen rein. Dann wird es ganz schön bitter für die Jungs. Na, AC ja schon 2 Mann rausgeholt wieder. 3 Mann. Ja, da, was war das vor? Weiß ich auch nicht. Allerdings auch nicht. Wahrscheinlich jetzt auf den Nahkampf gehen wollen mit den Grenzen. Wobei es auch kaputt wird, jetzt zieht sich auch zurück. Jetzt kommt der AC rein, noch ein paar Leute rauspicken und hinterherfahren. Genau, macht auch richtig. Was geht hier jetzt hoch? Nichts. Kann wahrscheinlich auch was Neues bauen. Ja, hier fährt er schön hinterherfahren, jawohl. Komm schon, da hätte ich schon einen Flug machen können. Richtig hinterher, genau. Wird alles gleich decapped. Genau, AC fährt schön hinterher und holt sich die Leute raus. Die schießen noch zurück auf den Retreat. Muss das AC auch immer aufpassen hier. Warum das Kettengrad das vielleicht mitgeht, verstehe ich auch nicht. Man, die Jungs laufen gerade zurück, wenn man die da auch gleich wieder angekommen. Ja, jetzt hier 500% mehr Schaden. Hat er Glück gehabt, dass er keinen Fuck kassiert. Fährt er schön den Drahtplatt mit dem AC. AC wird auch gleich repariert, jetzt kommen gleich wieder die Rifles, hier geht das Nachschublager-Upgrade hoch. Bei Korneck nichts Neues. Bessere Reparaturen getaggt, zweiter AC ist auf dem Feld. Ja, es wird auch von der Outpost leg, wobei jetzt kommen die halb aufgefrischten. Oh, da ging das gerade instant down. Jetzt wird's bitter. Ohne Deckung. Zwei ACs plus 3 Grenntrupps. Ja, ist Outpost auch hinüber und jetzt ziehen sie sich auch zurück. Oh, da wird's bitter. Muss er aufpassen, das ist die geballte Feuerkraft. Müsste wahrscheinlich T3 gleich gehen, um den M8 rauszuknüppeln, das was gegen die ACs hat. Verbessere Trevor wurde jetzt getaggt. Konnte aber auch nicht die Siegmarken aus Acht lassen, wo der Amerikaner jetzt 3 davon hat. Ein neues Kettengrad ist raus, muss er bringen, also es wäre relativ wenig Capping Power. Die werden sie zurückziehen, wahrscheinlich wird damit jetzt das nächste Gebäude bauen. Hier geht es auch das T3 hoch. Fährt da rein, sieht, macht er auch sehr schön. Einmal ein bisschen zu stören, muss aber wieder zurückkommen, ein bisschen zu viel Feuerkraft. Aus dem Bunkerbereich rausfahren, genau. Da pickt er schön die Leute.
bisschen Manpower Drain. Es geht da wieder raus. Er hat gesehen, dass das die Fahrbereitschaft, dass der T3 getaggt wird. Wieder der D-Cap, extrem ärgerlich. Er hat nichts in der Nähe, was das verhindern kann. Bis die RCs da sehen, ist auch der D-Cap passiert. Ja, jetzt soll er die Truppen auffrischen, aber jetzt kann er hier aus der Basis rausgehen. Die RCs werden nicht mehr kommen normal. Die stehen jetzt hier und warten einfach nur. Wahrscheinlich will er jetzt hier doch noch ein bisschen gucken. Ja, pick immer wieder einen raus. Offwett, ja, ist okay, da fahren sie schneller, 20% glaube ich. Hier schön Focus Fire von den Leuten, genau. Reinfahren, ein, zwei Leute rauspicken, wieder zurückfahren, reparieren, wunderbar. Ah, aufpassen, er muss es mit dem M8 rechnen und er hat noch keinerlei AT auf dem Feld. Hier geht wieder STG. Also wenn der M8 kommt, hat er nichts auf dem Feld, da kann er komplett nach Hause gehen. Und damit muss er rechnen, nee, es kommt eine Pack raus. Okay, ich hätte es eher in dem M8 getaggt. Ist ein bisschen mobiler, aber ist die Pack. Schießt direkt mal gegen die Mauer, jetzt hat er die Pack gesehen. Jetzt muss er weg, gibt auch gleich den Speed-Bonus hier. Schießt nochmal daneben die Pack, sehr ärgerlich. Auch hier jetzt STG, genau, gleich wieder gecapped. Hier ein Medic-Tent. Ja gut, ob man das jetzt hier bauen müssen, verstehe ich auch nicht, aber nicht gekämpft. Also mit das hätten wir auch hier nicht hinbauen müssen. Hier ist schon der D-Cap, wo es aber schon dieses Kettenkratzeln und damit nicht aufpasst. Ja, die Pack nachgezogen, das könnte sich die Atreus mal schön verabschieden, wenn das eine nicht noch down geht. Ah, genau, da geht es schon auch down, da hat er sich gleich zurückziehen müssen. Ja, trotzdem, drei Grenzen mit AC, wird auch die Suppression angemacht, genau. Frisst jetzt einiges, wahrscheinlich wird das AC auch verlieren, wenn er so rumfährt, so nah am Bunker. Aber AC schießt leider auf die Bar, so wie es aussieht. Genau, die Grenze geht nach Hause. Jetzt muss das AC auch aufpassen, dass nicht einfach einen Packtreffer bekommt, aber die in der falschen Richtung. Wäre vielleicht eine M8 doch wirklich besser gewesen. Und hier, da könnte aggressiver Fokkenrad den D-Cap hier machen, wenn er sieht, die ganze deutsche Armee ist hier. Hätte er locker mit diesem Trupp hier den D-Cap machen können, dann wäre er komplett von den ganzen Ressourcen hier abgeschnitten. So, jetzt ist auch das T4 oben. Und dann kommt das ATHT raus. Da hat er gesehen, dass ein T3 auf dem Feld ist. Und da ist der Half-Track. Okay. Wahrscheinlich mit dem Vierlings-Upgrade dann. Ist ja auch sehr ärgerlich, gerade zum Kettenkratzjagen. Und natürlich zum Reinforcen eben Feld. Ja, Amerikaner legt definitiv zu wenig Minen. Könnte man mehr Minen legen. Auch hier sehr gefährlich mit den drei Mann, die eigentlich schon komplett tot sind. Wenn das man dann mal das AC vorbeiguckt, gibt es hier einen Fuck. So, hier kann das Kettenkratz heimgehen. Der hat das HT, kennt ihr wahrscheinlich gerade gleich das Upgrade, genau, da ist es auch. Und da geht das Kettenkratz über den Jordan. Neues AC ist draußen, aber trotzdem weg. Keeping Power ist weg. Bin schon wieder darauf reagiert. Jetzt ist das erst das ATHT draußen. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er da jetzt vorgeht. Die Pack wird vorgeschoben. Ohne Cover, hier ist nichts, um die Pack zu beschützen. Ja, die zwei ACs machen nicht wirklich Schaden. Und die Vierlingsflak gegen die Inf ist ziemlich tödlich. Nicht zu unterschätzen. Bin mal schon wieder da drauf, auch wenn es die Pack nachkommt. Bin ich mal gespannt, da kann man sein Fahrzeug nicht mehr richten. Wahrscheinlich ist es Kettenbrecher. Genau, der Kettenbrecher, genau. Und da kommen die ACs rein. Jetzt. Die Pack sieht er noch nicht, da geht die Pack raus. Trifft ihn nicht. Ist jetzt auf Repair gegangen, sprich auf Panzerdoktrin und hat Auto-Repair angeworfen. Oh, hier wird Bar Drop. Die ACs wollen sich die Pack wahrscheinlich holen. Nein, da und die Kredigrenz holen sich die Pack. Da kann das HT auch wieder rein. Oh, hier wird's. Jetzt muss ich die Grenze wahrscheinlich zurückziehen. Wenn er suppressed. Genau, ziehen sie auch zurück, um keinen Flug zu riskieren. Nur noch ein Mann, aufpassen. Ne, noch zwei. Muss aufpassen. Jetzt kommt das ATHT wieder. Aber macht nicht wirklich den Damage. Und die ACs machen da auch keinen Schaden dagegen. Bin mal gespannt, was Connect da dagegen macht. Hier wird es euch den Flug geben, weil er schön blockt. Wobei das wahrscheinlich ein Zufall ist. Ja, und da ist der Flug. Also hier jetzt doof gelaufen. Jetzt ist auch der M8 draußen. Hat schon die Schürzen dran? Nein, noch nicht. Muss auch immer Schürzen ausgeben.
Ah, jetzt kann Connect gucken, was er macht gegen die zwei Fahrzeuge. Mit einem HTHD kommt er da nicht weit. Kommt noch das nächste gleich raus. Munition sieht leicht besser aus. Wird da die Cap gemacht. Aber jetzt sind ja hier die Grenzen da und auch die ACs, wo das verhindern werden. Ja, Kettenkraft und das Auto vernichtet. Motorschaden kommt nicht mehr raus. Genau. Und jetzt können die Jungs hier einpacken. Hätte sich vielleicht eher die Pack holen sollen. Da gibt es schön Wett für das HT. Und wirklich Schaden macht es auch nicht und geht auch relativ schnell down. Jetzt holt sich die Pack. Wahrscheinlich zu spät. Da geht das HT auch gleich down. Oh, die Pack jetzt schön in das Haus gefahren. Sehr schöner Move. HT ist rausgekommen, schießt auf Long Range jetzt. Das ist natürlich jetzt richtig bitter für Cornek. Er kriegt nämlich die Pack, schiebt er jetzt rum. Müssen einfach nur wegfahren. Genau. Jetzt fährt er schön außen rum, genau. Und kommt nicht dran. Und kommt jetzt schön wieder raus. Hat er schön gemacht, der Amerikaner. Hat er wirklich sehr schön gemacht. Ja, hier wieder der Decap gemacht. Oh. Da geht er noch down. Das war bitter. Das war jetzt wirklich bitter. Ich nicht mehr geredet und dachte, er kommt jetzt raus. Jetzt wird die Pack nachgeschoben, er sieht das nicht auf, er ist ums Haus rum, zu den Repair-Crew dran. Ja, auf seinem Achter ein bisschen besser aufpassen müssen. Er ist Panzerabwehr-Doktrin gegangen, sieht man auch sehr häufig, aber er hat ja ein kleines AT-Problem. Ja, das, genau. Jetzt hier werden durch die Rifles geschnetzelt, die über die rote Deckung laufen. Er ist ins Haus reingenommen, jetzt zieht sich zurück, wollte sich die Pack holen. Weil die Pack ist ihn doch wirklich stört. Ah, da hätte er hinterherfahren müssen, hätte so einen Fuck gegeben. Ein neues Kettengrad draußen. Müsste ich seinen Fuel wirklich wiederholen? Sehr bitter. Und wahrscheinlich auf den Hetzer jetzt sparen. Gehe ich mal stark davon aus. Weil gegen die Infanterie er... Also, das ist er schon. Okay. Ja, jetzt müsste der Amerikaner reagieren. Muss eigentlich noch eine Pack nachziehen. Wahrscheinlich auch jetzt kommen. Da wird es die Pius jagen. Muss aufpassen, auch mit den zwei Mann, der ist auf rote Deckung, aber wobei jetzt schön hinterher, AC hinterher fahren und dann Fuck machen. Jetzt kommen die Rifles wieder rein. Muss ich auch zurückziehen, weiß nicht, ob der Gegner ob der Amerikaner Stickies hat. Jetzt sehen wir wieder das Vierlingsflag. Auch sehr schön eingesetzt, vertreibt das AC. Sehr schön, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert, aber auch nicht zugedrahtet. Nützt aber nichts, AC fährt einfach durch. Den Hetzer hat er bis jetzt noch nicht gesehen, glaube ich. Da ist auch die Pack draußen, schiebt es wieder zurück, um hier zu verteidigen. Jetzt zieht er wahrscheinlich auch den Hetzer, wenn er schießt, genau. Doch, aber hier ist hier der Push. Auf dieser Seite. Connect will unbedingt den Fuel wieder die Cappen. Mit einer Pack muss aber aufpassen, direkt ohne Cover, dass die einfach vom AC überrundet, umrundet wird. Jetzt schießt er. Schießt auf die Grenze. Was macht Cornek jetzt? Fährt gleich zurück mit seinen Fahrzeugen. Genau. Er stürzt jetzt nicht weiter, dass er die Pack schießt. So. Hier würden wir wieder schön auf Kettengradjagd gehen mit dem Half-Track. Der nächste Hetzer gleich mit dem Feldstecher-Upgrade. Hetzer-Feldstecher, glaube ich, oder? Ja. Schön die Pack aufgefrischt. Das ist AC, das Kettengrad wieder down. Ja, jetzt weiter, dass ich so gesagt habe, ohne Cover fährt er einfach rein. Und das Ding muss man wahrscheinlich zerlegen. Muss aber trotzdem aufpassen, da ich in die Bars reinkomme. Ja, genau, macht das sehr schön. Natürlich schießt das AC auf komplett die falsche Einheit wieder. Sehr ärgerlich, wo es auch jetzt rausgeht, verschwindet wahrscheinlich einen Treffer abfangen. Genau, fast staunend, wenn man sieht. Mörderschaden, die Packs an den Papierfahrzeugen der PE. Jetzt kommt das... Muss aufpassen, wahrscheinlich Kettenbrecher gleich drauf. Nicht einmal. Ja, wie sich doch was erzählt. Jetzt bewegungsunfähig. Oh, da wird's ATH... Der hat schon down gehen, da geht er auch down, genau. Klappt gleich mal Wett. Fürs AC. Jetzt hier der Decap wieder sehr schön gemacht. Auch hier wieder der Fuel decapped. Sehr schönes Harassment. Da geht es der Mörser raus. Wo ist es? Der Mörser wahrscheinlich gegen die Pack hier oben. Hat er auch hier schon eine Mine gelegt.
Ah, da würde ich nicht nicht der Packmaschine, genau, sollte auch die Pack bewegen, nicht die Einheiten direkt auf dem eigenen Mine stehen lassen, ist immer sehr schlecht. Sich hier zurück, hier liegt ja auch schön die Mine gelegt, genau, sieht er jetzt aber, Kornek. Und dann kann er abbrechen, sieht er. Ach, da gibt's einen Fuck, oder? Ja, Fuck. Ja, AC umrundet schön die Pack. Und wieder schön in der Deckung. Ja, die Grenzen muss aber aufpassen, gerade gegen die Bar, wenn man die Packen Latschok, genau, sei doch, genau, die Pack einmal trifft, dann kann man sich zurückziehen. Hier jetzt schön die Minen gelegt, einfach, dass das Pack nicht mehr umwohnet werden kann. Dann zieht er hier auch zurück, jetzt ist der Mörser da, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn er jetzt die Mine trifft, dann ist halt die Pack natürlich auch leer. Ja, da wäre vielleicht die G43 doch besser gewesen, gegen auf Long Range. Ja, was sieht der Tech aus? Nichts Neues. Hier wird auch nichts Neues hoch. Am Kanal hat schön die Map weggekappt. Da kann man auch noch so viel hier stehen, da kann nichts machen. Gerade wegen der Pack. Weiß es auch und deswegen geht er auch jetzt weg. Geht auch direkt weg, muss auf die Mine aufpassen, damit er nicht gleich reinfährt. Hat er sie gesehen? Bin mir nicht ganz so sicher. Ja, jetzt hier Scharfschütze als Scout. Oh, sie muss aufpassen. Wurde er aufgetarnt? Was macht er denn? Oh, oh, oh. Jetzt hat er den gesehen, den Sniper gesehen. Kriegt er ihn noch? Oh, die kriegt er nicht mehr. Den kriegt er nicht mehr. Oh, er kriegt ihn noch. Er kriegt ihn noch. Aufpassen. Jetzt aber geht's AC down gegen die Rifles. Kommt dann raus zu den Speedern, kommt einfach raus. Jawohl, kommt noch schön raus. Sehr viel Pech für den Amerikaner. Ja, hier, Mercer schießt hier drauf. Vermutet hier Minen. Ja, hat Healer ausgegeben, muss er auch machen, dass die ACs nicht die... Ja, hier den Connection Point gekappt, dass die ACs nicht die angeschlagenen Rifles voll wegholen. Aber hier ist auch bitter, dass er den Trupp nicht auffrischt. Da muss er aufpassen. Macht das nur einen Kettengrad? Ja. Hat viel zu viel Manpower, muss mehr bauen. Hier die ACs als Scout. Ja, schön die Minen getroffen, genau. Jetzt neuer M8 draußen, genau. Aber gegen die zwei Hetzer hat selbst der M8 keine Chance mehr. Da ist auch gleich wieder weg. Ja, das ist sehr bitter jetzt für den Amerikaner. Jetzt wollen wir versuchen, zwar die Rifles den Mörser zu holen, aber AC und... Na, AC muss weg, sonst geht's down. Wird es auch down gehen? Kommen es Tickies? Da geht's auch so down, okay. Ja, jetzt hier. Neues Kettengrad auf dem Feld. Wird aufgefrischt. Man hat jetzt doch sehr viel verloren und wird es in der Base festgenagelt, hilft auch die Pack da hinten nichts. Nicht mehr Seitenpanzerung oder Heckpanzerung. Oh, oh ne, was machst du da? Oh, außer Kontrolle. Sehr schön gemacht, kam gerade die Pack raus und direkt mal den Hetzer abgeschossen. Das war es auch richtig teuer. Auch mal direkt Welt 1 geworden. Schön. Wo ist das Kettengrad? Ah, noch ein Grenn, genau. Ein bisschen wenig Infanterie, da geht das AC wieder vor. Habe ich gerade ein Kettengrad gebaut? Ja, das muss der Hetzer auch weg. Zwei Packs. Weil auf einem Flap, was macht er denn da? Ja, da ist das Kettengrad, genau. Macht Druck auf die VP aus. Übt Druck auf die VP aus, genau. Hier neue Grenn. Hätte vielleicht eher T4 tacken sollen. Gibt auch das G43 aus für den neuen Grenn. Finde ich auch die bessere Entscheidung. Hier kommt jetzt das Unterstützungs-Upgrade hier. Vielleicht für P4 gleich. Aber dass man ein bisschen mehr gegen die Infanterie hat. Ja, hier kann man es aus der Offer verabschieden. Die Rifles scouten jetzt schön und die Packs räumen auf. Da dann eine Mine gelegt. Wieder in die Mine gelegt. Oh, da geht das ATHT down. Da muss er gleich weg müssen. Wieder in die Mine jetzt gelegt.
Ja, hier, was gibt das? Vielleicht ein Fuck? Da passt er nicht auf. Oh. Noch Suppressen angemacht und trotzdem gibt's einen Fuck. Hat er nicht aufgepasst. Ja, hier Deathbed für Sturmgrenadiere mit STG. Man Deathbed, es geht Suppression an, das muss auch raus. Jetzt hängt's wieder ein bisschen. Ja. Balls of Steel, sag ich mal, also. Ja, die Packs machen ihren Job richtig, hat er jetzt zurückgedrängt, aber erst die... Was macht er denn jetzt? Warum zieht er denn alles zurück auf einmal? Warum hat er den Packs zurück? Jetzt wird er beide Packs verlieren, genau. Da ist die erste Decrewed, die zweite wird auch gleich Decrewed. Und das dürfte eigentlich schon fast die Entscheidung sein. Was er da jetzt gemacht hat, hat er sie einfach stehen gelassen. Hätte er nichts verloren. Genau, da ist der neue Grin. Jo, da ist die Kippt. Jetzt baut er sich wieder auf, Kornig. Will auf den Fuel gehen. Und ich würde sagen, dass der Amerikaner eigentlich alles verloren. Alles, was er eigentlich an Einheiten hatte. Alles noch die zwei Rifles und ich würde sagen, das war's auch schon. Hätte er statt die Packs gleich in dem 8 am Anfang rausgebracht, wäre es vielleicht nicht so gelaufen oder in der ersten 8 nicht so blöd durch ein bisschen Pech verloren. Er ist auch der P4 auf dem Feld. AT hat er ja genug. Und er zieht sich auch direkt zurück, da kann er nichts mehr viel machen. Ja, wie gesagt, ein M8 wäre besser gewesen, wäre ein bisschen mobiler gewesen, hätte er mehr die Packs jagen, die ACs jagen können. Hätte er sich vielleicht nicht so reinnageln lassen. Durch die ACs und durch die Grenz. Das wäre definitiv die bessere Wahl gewesen. Auch sehr schön. Panzerabwehr sieht man auch sehr selten bei der PE. Aber sehr schön gemacht. Ja, wird hier schon aufgedeckt mit dem Infiltrate und Reinforcen bei den Einheiten. Ja, da kann man zwar nochmal rauskommen, aber da wird ordentlich für alles beschossen. Die Grenz cappen weiterhin. Und auf zu cappen. Na, jetzt geht's hier freudiges los. Freudiges Schnetzeln. Pack geht auch ein bisschen zurück. Jetzt der Pershing auf dem Feld, da wird's ja auch nicht mehr reißen. Oh, abgebounced. Wird nochmal spannend hier. Dreh dich doch. Ja, die Pack hier besetzt. Muss er sich auch zurückziehen, da kann auch der Pershing zwar machen, kriegt es auch ordentlich. Naja, P4 ist auf dem Feld. Da ist die Kept wahrscheinlich Sigmar jetzt noch weggekappt. Ja, jetzt zieht ja der Pershing zurück. Ob da Tank-Doktrin ist, die richtige Wahl war, ich glaube nicht. Ja, man kann halt auch mehr Minen legen können am Anfang. Jetzt geht die Pack natürlich vor, um den Pershing voll zu finishen, voll. Ja. Jetzt geht noch 2 Minuten oder so. Da passiert nicht mehr viel. Pershing ist voll in der Basis rum. Und ich denke mal, das war's. Ja, und zum Game wurde eigentlich alles gesagt. Freue mich auf eure Kommentare und ja, würde ich einmal sagen dann, bis, da kommt noch das CG. Genau. 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 Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.